So, und da sind wir wieder. Ja, wir haben festgestellt, dass es gar keine Quests hier sind, sondern es sind die Quest-Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Wir müssen hier Dinge einsammeln. Aber vorher, ich habe hier einen unidentifizierten Gegenstand in meinem Inventar gefunden. Und den werde ich mir jetzt erstmal mit dieser schwächeren Schriftrolle der Identifikation angucken. So, zwei Verteidigungen. Naja, besser als nichts. Ach, das hatte ich auch, hätte ich dir auch sagen können. Ich könnte den Gegenstand nicht benutzen, bis ich die Rolle draufgepackt habe. Genau. Erste, ne? So, nehmen wir den noch mit und dann müssten wir hier vorne noch irgendwas Leuchtendes haben. Ja. Oha. Ja doch, die Questmarker sind ziemlich genau, muss ich sagen. Mhm. Das ist hier, André. Ja, ich hatte gerade ein kleines Problem. Der wollte nicht aufnehmen. Aufheben. Aufheben, nehmen. Weil die Server gerade wieder ein bisschen... Also ist immer noch so. Ich weiß ja nicht, wann ihr direkt die Folge seht, aber die Server sind noch nicht so stabil. Um es mal so zu sagen. Ja, und ich laufe in die falsche Richtung. Waren zur Taverne Triebholz liefern. Folgen wir doch einfach mal den Questmarker. Ja, ich laufe dieser... Ey, wie gesagt, was ich mich echt noch frage, ist, wie lang wohl diese glitzernde Spur auf dem Boden bleibt? Bis welches Level? Oder ob sie durchgehend bleibt? Das ist... Ja. Und, wenn sie so bleibt, ist das ja quasi das, was ich bei den meisten Spielen vermisse. Also dieser Questmarker à la Dead Space. Mhm. Und... Jetzt... Also ich fände es halt auch angenehmer, wenn man sich den, ja, quasi dann in dem Moment, wo man braucht, hinzuruft, aber... Ja. Dann lass uns erst hier in die Taverne gehen, oder? Jo. Taverne Treibholz. Yeah! Bisschen ironisch, wenn man überlegt, wie wir vorhin angespült worden sind. Ich mag Treibholz. Jetzt hat meine Maus wieder gedoppelklickt und ich weiß nicht, was ich ausgewählt habe, aber... Man konnte nichts auswählen. Stock. Doch, danach waren zwei Auswahlmöglichkeiten, soweit ich das gesehen habe. Nee, ich bin auch direkt weiter gesprungen worden. Ich wollte da gar nicht. Weiter aber. Gesprungen worden? Ja, richtig. Was ist hier? Ach, mit dem da hinten müssen wir jetzt reden? Wir grüßen sehr komisch. Ja, für Deutsche könnte das anstößig sein. Ja, ich wollte es nicht aussprechen, er hat's gesagt. Ja, wir leben in modernen Zeiten. Dann. Was hier? Oh, okay, das hätten sie. Ja, nee. Das ist blöd ein bisschen. Mit den 5 Sekunden oder dass die Taverne instanziert ist? Das, was du gesagt hast. Also beides. Richtig. Jetzt müssen wir in den Keller runter. Ja, man, Zombies im Keller schlachten. Okay. Yay! Wann sehen wir denn wohl den ersten Drachen? Was mich viel eher interessiert, wann bekommen wir unsere ersten Talentpunkte? Ah! Es sind gar keine Zombies. Oh, Stufe 5, du auch? Nee, noch nicht. Ich bin noch, ich schätze mal, es werden 4% sein. Davon entfernt. Hast schon wieder heimlich vorgelevelt, André? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Also kann ja sein. Das ist einfach meine interne Stärke. Mir die Macht von Grayskull verleiht. Ah, das Kritten ist immer noch komisch. Entweder kritte ich zwei Mobs gar nicht und einen hau ich dann einfach mir nieder mit 3 Stück nacheinander. Ah, jetzt! Gib ihm!
Kannst du die Truhe öffnen? Warte. Okay. Interaktion konnte nicht durchgeführt werden. Achso. Warum? Ja. Nee, versuch's jetzt mal. Was? Infight? Ja. Jetzt kann ich. Fight. Jetzt bin ich schon. Ha! Hier ist was? Ich habe was Neues freigestaltet. Lederrüstung hast du da. Ja. Ich habe einen Kraftpunkt. Ach so, jetzt kann ich mir die Kräfte quasi selber aussuchen. Welche Taste hast du gedrückt? Das ist auf C Kräfte. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich habe einen verfügbar. Ah. Ich werde mir auf jeden Fall den gewandten Schaden zulegen. Meine heißt ironischerweise Genesungsschlag. Das ist wirklich ironisch. Vor allem, wir können jetzt die Abenteuerbelohnungskiste öffnen und gucken wir mal, was drin ist. Also nur so kleine Gimmick-Items quasi, die man auch so finden könnte. Die nächste erwartet uns dann auf Stufe 10. Achso, was? Was habe ich getan? Da. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter, oder? Bist fertig? Jo, hier links ist noch eine Lederrüstung. Ich weiß nicht, ob du Leder trägst. Gehe ich von aus. Bin ich blind? Wie stößt der Leute vor? Ah, dann ist Loot doch aufgeteilt. Lol. Ich kriege die Lederrüstung, natürlich. Hier. Mein Genesungsschlag. Und da ist ein Gegner. Aber der Spell hier scheint auch scheinbar auf. Aber. Ja, ein Schattenschritt, der Schaden macht. Wie geil ist das denn? Das ich fand wirklich angenehm. Die Anzeige gerade komisch. Warum? Ich habe 18, 19, 30, 200. 18, 9, 200 Damage gemacht. Soweit ich das gesehen habe, haben wir aber auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt hierzu zählt. Aber wenn du mal F2 drückst und oben auf Dungeon Devs drückst, ein Event quasi gerade. Ich weiß allerdings nicht, ob das hier auch schon als Dungeon gilt. Hoff doch. Siehst du eine spezielle Kiste? Nein, aber da hinten liegt was. Irgendwas? Ah, damit lässt sich wahrscheinlich, wenn man entweder Gewölbekunde... Du hast scheinbar Gewölbekunde. Ja. Bam! Das ist ja angenehm. Und ich bekomme eine Waffe für dich. Aber ich... Nein, das ist keine Waffe. Komm mal bitte her. Das ist ein tragbarer Altar. Den habe ich auch bekommen. Gucken wir mal, handeln wir mal. Ja, nochmal. Du musst nicht weglaufen, während ich mit dir handeln will. Shift 1. Wo ist das Item denn jetzt hin? Meinst du das hier? Nee, ich hatte gerade etwas anderes da drin. Habe ich es nicht aufgehoben? Doch, scheinbar schon. Moment. Ja, man kann mit Fässern durch aus. Guck mal, ich spiele mit den Fässern. Ui. Die bewegen sich jetzt total komisch. Weg. Das ist nun wirklich gar nicht verwunderlich, aber ich habe noch eine Plattenrüstung für dich. Annehmen. Kann denn noch nichts dafür bieten? Und was kann ich? Ich kann es noch nicht.
Jetzt komm schon. Scheiße. Scheiße, ich hab den Altar aktiviert. Was jetzt, was bringt er uns? Das ist wie so ein Feuer, wie so ein Lagerfeuer. Regeneriert er dein Leben. Jetzt weiß ich auch, warum ich das Zeug nicht bekommen habe. Den nur einer looten kann. Und somit hast du das Item für den Zweihandkrieger auch bekommen. Muss ja wohl. Komisch, dass wir wieder da rauskommen, wo wir reingegangen sind. Ja, jetzt geht's nicht nach Logik, oder? Du kennst mich doch. Muss sein. Wo läufst du hin? Da lang, wo mich mein Marker schickt. Ja, dann laufe ich da lang, wo mein Marker mich hinschickt. Wahrscheinlich zum selben Weg, nur andersrum. Mein Marker schickt mich ins Nichts. Schwein. Ja, mein das Marker war jetzt aber gemein. Ne? Ja, du bist halt ein Schurke. Verdient, ey. Hier, komm zu mir, bei Fuß. Hier, ich sehe dich. Ja, lauf wieder in die andere Richtung. Ja, nee, ist vernünftig. So. Und hier, Daniel, du bekommst noch mal einen Genesungsschlag. Hier. Danach fühlt man sich doch immer so schön genesen, oder nicht? Ich habe jetzt wirklich damit gerechnet, dass du sagst, pass auf, dass du nicht niesen musst. Ich habe echt ernsthaft damit gerechnet. Nein, so schlau war ich jetzt nicht. Boah, so viele Menschen! Die Spur der Krone. Jo. So. Wieder eine Laufquest oder müssen wir direkt zu dem? Ich denke mal Laufquest, weil weniger EP. Ja. Mit NAM haben wir auch, wie in den meisten MMOs, ein Autowalk. Weißt du, was mich gerade ankotzt? Nein. Dass man dieses Blocken. Jetzt lasst mich die Treppe runter. Man kann blocken. Das ist jetzt hab ich mein Pathfinding verarscht. Nee, doch nicht. Glück gehabt. So wie das aussieht, war mein Quest-Tracker gerade schon weiter als meine Quest, weil der hat mich vorhin hier hingeschickt. Damn, Bugs! Ich wollte gerade sagen, das riecht auffällig stark nach einem Bug. Ja, ist ja Open Beta noch, ist alles gut. Wo bist denn du, Schätzelein? Ich bin da, wo mich mein Quest-Tracker schon wieder hingeschickt hat. Bei mir oben in der Karte, da ein Pfeil nur, links, rechts, ah! Voll am Austicken. Komm hier hin, Mäuschen, komm her. Ah, Mann, jetzt block mich! Ah. Und wir müssen uns... Ach, das finde ich jetzt natürlich schade. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass die verschiedenen Stadtbezirke auch nochmal extra instanziert sind. Also, wir haben alles instanziert. Schade. Ja gut, ist halt weniger Serverlast, ne? Jo. Wobei sie das auf Dauer doch mal irgendwann rausmachen sollten. Ja, werden sie nicht, weil das... Also gehe ich zumindest von aus, weil das... Dann kannst du auch gleich neu anfangen zu entwickeln. Ja. Ah! Hat man das gehört? Entschuldigung. Ich hab an meinem Mikrofon gezupft. Kannst du auch nochmal mit allen reden, oder? Ja. Wobei ich bei ihm nur auf Wiedersehen sagen konnte. Sehr schön. Quest. Was? Ich hab alles angenommen. Und ich habe hier FPS-Einbrüche, warum auch immer. Oh, ha, jetzt. Ah, wir sind schon in der Instanz drin. Hilfe. Aber ich denke, wir beenden die. Jetzt geht's wieder. Wir beenden die Folge sofort. Lass mich noch leben. Okay. Da. Was war's mit Action am Nachmittag? So viel zu uns, von uns,
von unserer Seite für heute. Ich werde meine FPS-Probleme hier mal in den Griff kriegen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich wieder flüssig. Bis dann. Tschö. Ciao.